Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nochmal erneut um SpongeBoss. Oh wow, der Kanal ist momentan so abwechslungsreich, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Nachdem jetzt klar ist, dass SpongeBoss definitiv in der Finalrunde der JMC bei Johnny Dixon dabei sein wird, spekulieren sehr viele Zuschauer rum und einige sagen jetzt, dass es komplett zu Unrecht ist, dass das Ganze jetzt schon abgesprochen ist, dass alles schon safe ist und ich wollte heute einfach mal kurz meinen Senf dazugeben. Ich muss erstmal sagen, ich habe es ja auch selber schon in meinem Video angedeutet, ich persönlich glaube auch nicht, dass Gary wirklich eine große Chance hat gegen den ganzen SpongeBoss BBM-Hype. Das ist halt einfach Fakt so. Aber das Ganze jetzt so hinzustellen und so rumzudrehen, dass man sagt, dass Johnny nur wegen SpongeBoss gewinnt, finde ich schon wieder etwas dreist. Viele sagen ja, Johnny holt sich SpongeBoss zur Hilfe, weil er gegen Gary niemals gewinnen würde. Und ich finde, das ist halt auch irgendwie schon wieder sehr dahingestellt und ich finde, das passt auch nicht ganz. Denn jetzt mal vom ganzen BBM-Hype abgesehen, muss man halt auch einfach mal beachten, dass im Halbfinale das Ganze schon ähnlich aussah. Johnny war ebenfalls ziemlich hart vor Gary. Und das war ja nicht mal eben so, das waren ja knapp 90.000 Punkte oder so. Und das jetzt so hinzustellen, dass man wirklich sagt, Johnny hat keine Chance ohne SpongeBoss, das ist halt einfach nicht wahr, egal wie man es hinstellt. Natürlich stimmt es, dass es relativ offen alles gewesen wäre. Gary hätte nochmal seine Zuschauer dazu ankurbeln können, den Track zu downloaden. Und Johnny hätte genau das gleiche machen können, wie auch schon im Halbfinale. Aber wirklich jetzt SpongeBoss noch dazu zu holen, das finde ich natürlich auch schon... Ja, unsportlich kann man das jetzt nicht nennen, weil wenn er die Möglichkeit hat, wieso sollte er die dann nicht ergreifen? Aber es ist natürlich schon etwas dreist für Gary dann. Weil Gary hat sich natürlich kein Fame-Feature oder sowas geholt. Aber was ganz viele vergessen, wo man auch wirklich sagen muss, dass es halt von Anfang an genauso war, Gary hatte von Anfang an den größten Hype. Der war von Anfang an am meisten gehypt und das teilweise halt auch nicht mal mit der krassesten Leistung. Also klar, es gab keinen schlechten Track oder so, aber dass er dann teilweise so viele Punkte und so viele Punkte mehr hatte als andere Teilnehmer, das war nicht immer gerechtfertigt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich habe auch in meinen Kommentaren einige Male gelesen, dass einige Johnny-Supporter sich jetzt einfach mal Gary holen werden und einfach mal Gary supporten werden, einfach aus Prinzip. Weil sie das halt entweder unsportlich von Johnny finden, dass SpongeBoss dabei ist, oder weil sie SpongeBoss nicht mögen. Und ich finde, das ist schon wieder so eine richtig eklige Geste irgendwie. Weil jetzt bilden sich einfach schon so richtige Fronten, die jetzt von Anfang an sagen, nee, Johnny gewinnt oder nee, Gary gewinnt. Und keiner wartet auf die Leistung ab. Keiner wartet ab, welcher Track besser wird. Johnny könnte jetzt den Über-Shit abliefern und trotzdem werden einige sagen, nee, ich hol mir Johnny, weil SpongeBoss dabei ist. Genauso könnte Gary jetzt den krassesten Track aller Zeiten raushauen und trotzdem könnte er verlieren, weil er halt SpongeBoss als Gegner hat. Und das kann man jetzt in jede Ecke drängen, die man sich vorstellen kann, weil es gibt einfach genug Leute, die gar nicht auf den Track achten, die sich nämlich einfach nur für den Favoriten interessieren. Gary könnte jetzt Scheiß abliefern. Aber es gibt trotzdem genug Supporter, die halt einfach sagen werden, nö, Gary war besser, einfach weil es Gary ist. Oder auch andersrum, Johnny war besser, weil SpongeBoss dabei ist und wenn SpongeBoss dabei ist, dann muss das ja krass sein. Ich finde, das ist halt einfach der komplett falsche Ansatz. Ich persönlich freue mich auf Johnnys Runde, weil halt einfach SpongeBoss dabei ist. Man ist momentan einfach auf SpongeBoss gehypt, das kann man halt nicht verhindern. Aber ich freue mich auch auf Garys Runde, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass die mir dann wieder besser gefällt als die letzte Runde. Weil es gab auch schon genug Runden bei Gary, wo ich sagen kann, okay, die war jetzt auch krass. Ich warte einfach komplett ab und lasse mich jetzt nicht blöd verblenden wegen irgendwelchen Features oder sowas. Ich finde, das ist halt irgendwie echt nicht nötig. Natürlich ist da irgendwie was Wahres dran, wenn man jetzt sagt, dass Gary keine Chance mehr hat. Auch irgendwie schon alleine, weil Julian mit San Diego, also SpongeBoss, unter einer Decke steckt. Das ist ja jetzt zu 100% bewiesen dank dem Comeback. Und deswegen kann man halt sich auch nicht sicher sein, ob da Julian irgendwas machen wird. Denn wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass Julian immer noch Prozente hat, die er sich aus dem Arsch holen kann. Außerdem dürfen wir auch nicht vergessen, dass Julian der Einzige ist, der die Downloads im Blick hat. Gary könnte jetzt 3000 haben und trotzdem könnte Julian einfach nur mal 1000 anzeigen. Oder Johnny könnte 1000 haben und er könnte 10.000 anzeigen. Es kann halt keiner nachprüfen. Das ist halt noch so das größte Problem, was ich sehe. Trotzdem sehe ich jetzt einfach nicht ein, irgendjemanden zu bevorzugen oder zu sagen, ich werde jetzt Gary supporten, weil der weniger Chancen hat. Es ist halt einfach so, dass man sich wirklich auf den konzentrieren sollte, der für einen persönlich den besseren Track abgeliefert hat. Und selbst wenn man jetzt SpongeBoss, Johnny und die ganze BBM-Crew hasst, den Track aber trotzdem gut findet, finde ich, sollte man den trotzdem nicht haten, weil
Der Track ist dann im Endeffekt trotzdem besser. Ihr seht schon, ich könnte da jetzt unendlich lange ausholen. Was ich einfach sagen möchte, wartet auf das Finale ab, gebt euch beide Tracks mehrmals und entscheidet dann. Sagt euch jetzt nicht, Gary wird 100 profilieren, ich werde den jetzt supporten, einfach weil Johnny SpongeBob hat. Wartet doch einfach mal auf die Leistungen der Teilnehmer. Das ist auf jeden Fall die einzige Message, die ich euch mitgeben wollte. Bitte. Versucht. Nachzudenken. Okay, über eine Bewertung würde ich mich wie immer freuen und lasst doch auch gerne mal einen Kommentar da, wo ihr eure Meinung festhaltet. Ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Pass auf, ich bin drauf aus, Rapper schmerzvoll zu killen, wenn ich komm, ist vorbei. Wenn ich komm, ist vorbei. Ein falscher Move oder Blick und ganz sicher beendet ein Song deinen Hype. Ein Song deinen Hype. Renn besser weg, mich provozieren deine Tracks. Renn besser, aber es gibt kein Entkommen.